Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt ist soweit. Das Wochenende gehe ich jetzt mit dem Smiley Kanu fahren und ihr seht schon, ich bin ein wenig auf Wildnis eingestellt. Ne? Ja, Problem ist halt, vielleicht hört man es auch, es regnet jetzt schon seit den letzten zwei Tagen und am Wochenende soll es auch durchregnen. Geplant ist das Ganze ja beim Silvensteinspeicher auf der Isar. Sprich, wir sind jetzt dann an zwei Tagen unterwegs. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, das Wetter wird uns nicht alles vermiesen. Von daher schauen wir mal, wie es wird. Melden wir wieder. Ciao. Also, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ja. Ja, schau doch mal, was wir gezaubert haben. Frag's einmal. Tada! Noch ist es drauf. Ich mach das mit der Raspel schnell, saubere Späne. Und dann vergolde ich die ganzen Späne beim ersten Mal, weil wir gedacht haben, das geht sowieso gut. Es war einigermaßen trocken. Ja, es war relativ trocken zu den anderen, aber es hat gefroren gehabt und geringt und da war nichts mehr. Ja. Jetzt hast du das Ding eingeschaltet, oder was? Ah ja. Das war echt. Jetzt müssen wir einen Witz erzählen oder sowas, ne? Also der Raiden fährt zum Kanufahren. Das ist schon ein Witz. Frech, das kleine Kind früh morgens dem Vater nach dem Aufstehen am Frühstückstisch. Ich sag einmal, Papa, hat die Mama und du gestern Abend Weißwurst gegessen? Warum? Ja, weil die Haut noch am Nachttisch liegt. Also wieder aus! Mach ich das aus! Da reckt er sich und streckt er sich. Ja, auf! Null Bunde, Freunde. Oh. Und so im Hintergrund der Silbensteinspeicher. Mit total wenig Wasser drin. Total wenig. Der Smiley hat gemeint, der kümmert sich ja um die Verpflegung. Ne? Und er weiß ja, dass ich Weight Watcher mache. Oder? Ne? So. Dürfen wir wieder nächste Woche ein Schema, ne? Beim Treffen. Ne? Ja, jetzt gehen wir schon wieder runter.
ne? Oder umbauen müssen, keine Ahnung. Schauen wir nochmal kurz auf zum Meister Smiley. In der Zeit wahrscheinlich das Brot hinter uns verschwinden. Mutter der Gnaden, was hat denn der vor? Lassen wir es uns ein bisschen schmecken. Ja. Dass ihr in der Zeitung lesen könnt, das war abzupfender Luschen aus der Isar. Ja? Fischt. Ja. Der ist der Luschen. Ja, langsam müssen wir heute immer noch um das Schluck schauen. Ja, ist doch steinig. He? Ein wenig Holz brauchen wir ja auch. So, da ist jetzt das Wassertab, wo ich in ähnlichen Zeiten mal bestellt habe. Packen wir es halt einmal aus. Ja. Dann schauen wir uns das später mal an, wie das aufgebaut ausschaut. So, unser Lager ist jetzt fast fertig. Wir müssen eine Lagerfeuerstelle machen, aber so ist kein Zelt. Schaut so aus. Machen wir jetzt mal einen kurzen Flug. Wir haben gebastelt, he? Ja genau, so mit meinem Rotz vor der Nase, da ist schon recht. Ja, jetzt haben wir das Loch aufgebaut. Ne? Jetzt kann ich zum Beispiel ein Feuer machen, weil wir haben Hunger und Durst. Und das ist der Smiley. Hat nämlich schon angekündigt, dass er einen großen Bierdurst hat. Das heißt, der wird jetzt das nächste Mal ein Fläschchen Töpfen über ihn eindrücken. Mal schauen, vielleicht ein paar mit mir.
schauen wir, dass wir ein gescheites Feuer zusammenbringen. Dass wir uns was brutzeln. Und damit der Buhn nicht zu lange warten muss, dass er seinen Kaffee kriegt. Jetzt schon mal ganz Thunfischfeuer. Da sind wir das Wasser ausmachen. Dass wir unseren Angstschweiß wieder rausbringen. Und dann wird genächtigt.